Dektas Höhle. Einige Dektas sind plötzlich vor mir aufgetaucht. Ich habe mich erschreckt. Heißt es wirklich, heißt es, ich habe mich erschreckt oder ich habe mich erschrocken? Ich wollte eigentlich nur ein Dings fangen, aber gut. Wie, das war's schon? Das war eine gute Höhle. Das war eine schöne Höhle. Marmoria City. Die steingraue Stadt. Ja. Ich glaube, man kann hier ein Pokémon tauschen. Ne? Ich glaube, man kriegt hier auch was geschenkt. Bist du den ganzen Tag von Jutta bis hierher gekommen? Das weckt Erinnerung. Als ich noch jung war, habe ich in Johto oft trainiert. Du erinnerst mich an mich, selbst als junger Mann. Hier, ich möchte, dass du dieses Item, das ich in Johto fand, behältst. Silberflügel. So, ja. Ich würde sagen, wir machen die Arena gleich. Was soll's. Ist eh easy, weil wir haben Gestein. Und wir haben einen super starken Wasserstarter. Wasserstarter. Von daher dürfte das wirklich keine Herausforderung sein. Es ist sehr ähnlich zu Stadia, aber es macht. Es ist düsterer Mutterschutz. Kann man nicht erfahren. Ist das von denselben Entwicklern? Also auch von diesem Typen da? Hey, ein Champions B. Das ist cool. Kämpfst du gegen die Arena-Leiter in Kanto? Die sind stark und ambitioniert, wie die Arena-Leiter in Johto. Ja. Man merkt aber echt, dass die in der Kanto und im Kanto-Dingsbums nicht mehr so viel Speicherplatz auf der Cartridge hatten, ne? Also Kanto ist ein bisschen kürzer geraten als Johto. Aber das finde ich gut, das geht recht schnell voran. Das können wir alles nur Herrn Iwata verdanken, ja? Stirb. Ich muss diese Kämpfe gewinnen. Wow, es kommt nicht oft vor, dass wir von einem Herausforderer aus Johto besucht werden. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Marmoria. Ich habe mich auf Gestein-Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die meisten physischen Attacken immun. Es wird dir schwer fallen, ihnen Schaden zuzufügen. Na los. Ach ja, das werden wir mal sehen. Was daneben? Das ist ein cooles Pokémon. Das war cool. Kannte ich gar nicht. Das kenne ich auch nicht. Cool. Das kenne ich. Rihorn ist bekannt. Das habe ich im Pokémon Go gefangen. Das habe ich an der Ostsee gefangen, tatsächlich. Auf Usedom habe ich einen Rihorn gefangen. Ja, doch. Ich erinnere mich. Felsorden, jawohl. Ja. Alles gut. Felsorden, super. Ein Augenblick. So. Jetzt gehen wir zum Mondberg. Habe ich mir so gedacht. Gedenkt habe ich mir das gedenkt. Erstmal müssen wir dafür auf Route 3.
Die ist ja bekanntermaßen hier. Dun, 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 dun. Oh Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Erstmal kämpfen. Aus Langeweile, ne? Tach, der fünfte Link. Habe ich schon wieder auf Discord nicht geantwortet? Oh, ich vergesse es andauernd. Ich bin das so selten, ne? Es gibt ja auch keine richtigen Benachrichtigungen dafür. Scheiße. Ich habe keinen Bock auf diesen komischen Trainer. Ach du Scheiße. Feuersprung, Bill. Wasser. So, das war nichts. Hallo. Komm schnell her und schau. Feuerspucker Toni. Schneckmack. Kenn ich gar nicht. Es ist schon lange her, Nico. Huch. Ich habe dich bei Discord blockiert. Warum das denn? Erst willst du mit mir schreiben und dann blockierst du mich. Du bist unlogisch. Seit ich gegen dich verlor, mache ich mir Gedanken, was meinem Pokémon noch fehlt. Nun, wir haben deine Antwort gefunden. Nico, wir beweisen es dir. Ein bisschen irre, der Typ, ne? Gronkh möchte kämpfen. Sneevil ist Unlicht und Eis. Ich versuch's mal mit meiner. Ich versuch's einfach mit der Hydro-Pumpe. Ich habe jetzt durch nichts, was dagegen gut hilft. So, was nimmt er jetzt? Magneton, Elektrostahl. Was war jetzt nochmal gegen Elektro effektiv? Nein, ich weiß was, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Boden. Alles gut. Kriegen wir hin. Erdbeben. Zack. Jetzt kommt Megani Pflanze, oder? Habe ich was Feuermäßiges? Kann jemand Feuer spucken? Dann nehmen wir Flug, ist egal. Es ist von Lazy Bear Games und Tiny Build. Ach so. Also nicht derselbe Entwickler, aber ich schaue es mir mal an. Wenn das Gesetz durchkommt, gibt es keine Let's Plays mehr. Mir doch egal, es wird trotzdem noch Let's Plays geben. Ich mache immer noch Let's Plays. Die können mich so viel anklagen, wie sie wollen. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was du für ein Gesetz meinst. Gronkh setzt Golbat ein. Gift und Flug. Machen wir das. Machen wir eine Gesteinsattacke. Simsala, Psycho. Jawohl. Und jetzt kommt Gengar, Geist und Gift. Das ist eigentlich relativ egal, was man nimmt, ne? Ich meine. Geist und Gift. Ich habe da jetzt nichts, was jetzt besonders. Ich nehme einfach mal Patrick. Der muss auch mal kämpfen. Ach man, Verwirrung, Alter.
Zack. Super Patrick. Ich mache halt Nintendo-Musik auf meinen Kanälen. Sollen die ruhig meine Kanäle löschen, ja. Nintendo-Musik ist nicht gut. Das habe ich auch ganz früh gelernt, dass das nicht gut ist, wenn man das nimmt. Da muss man aufpassen. Okay, ja, eines Tages werde ich über. Ja, schön. Beweis es mir doch. Voll die Duft. So, da ich keinen Bock habe auf diese ganzen kleinen Mist-Pokémon hier, werde ich einen Schutz einsetzen. Habe ich einen Schutz? Ich habe keinen Schutz. Dann laufe ich einfach durch. Gibt es einfach eine Karte? Hier ist eine Karte. Okay. Ist ja gar nicht so groß. Oh, Level 6, Alter. Töricht. Oh, hallo. Der neue Vorplatz. Faszinierend. Das war neu, ne? Das ist neu. Und da sind wir schon auf Route 4. Das ist nämlich so kurz alles. Ich mag das voll gerne. Dass es nicht so viel unnützen Kram zu machen gibt.